Joshua, mein Seminar. Es Stress und Ernährung. Beziehungsweise für die Teilnehmer brauche ich eine vernünftige Information, die relativ kurz ist, über Verhältnis zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, zwischen mehrfach und einfach ungesättigten und unter anderem zwischen Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Und auf dieser Suche natürlich ist eine gute Quelle ist die Stiftung, Dr. Ludwig Stiftung. Ein Ungleichgewicht zwischen Omega-3 und Omega-6 Fetten in der Ernährung kann einen Anstieg entzündungsauslösende Stoffe im Körper bewirken. Ungleichgewicht. Anstieg entzündungsauslösender Stoffe, die zur Entwicklung zahlreicher Zivilisationserkrankungen beitragen. Die Zusammenhänge zwischen bester Gesundheit und guter Versorgung des Körpers mit essentiellen Fettsäuren auf zellulärer Ebene stellte Dr. Johanna Budwig, die Chemikerin, war schon zu Beginn der 1950er Jahre dar. Das Fehlen dieser hoch ungesättigten Fettsäuren führt viele Lebensfunktionen zum Erlahmen, war eine oft getätigte Aussage der Wissenschaftlerin. Das ist das, was so unterschiedlich in unterschiedlichen Quellen dargestellt wird, was ich schon alles durchgelöffelt habe, Russisch, Deutsch, Englisch etc. Es gibt sehr viele sich gegenseitig überbietende Quellen, die total unterschiedliche Normen hergeben. Also angefangen hier auf der Seite der Dr. Johanna Budwig Stiftung. Das sind die Gesellschaften für Ernährung. Täglich sollten je nach Alter und körperlicher Aktivität zwischen 0,5 und 1,5 Gramm Omega-3 aufgenommen werden. 0,5 und 1,5 Gramm Omega-3 aufgenommen werden. So empfehlen es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die Österreichische Gesellschaft für Ernährung und die Schweizerische Gesellschaft für Ernährungswissenschaft in einer gemeinsamen Richtlinie, Dachempfehlung. Wer seinen Omega-3-Bedarf rein über pflanzliches Omega-3 decken möchte. Rein über pflanzliches Omega-3 decken möchte, muss umrechnen. Da geht schon los. Die meisten Empfehlungen zum Tagesbedarf beziehen sich auf die hochwirksamen Omega-3-Fettsäuren. EPA und DHA. Ich habe hier vorsichtshalber die Erklärung der Abkürzungen. Gleich werden sich hier in den Text verfrachtet. Also EPA Referenzen, Fußnote. Eicosapentaensäure ist EPA. Groß und gelb. Ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure, gehört zur Klasse der Omega-3-Fettsäuren.
Das war einmal. Dann noch DHA. Achso, wäre wahrscheinlich noch hier nicht schlecht, dass ich in den Text das Vorkommen mitnehme. In Lebewesen ist Eicosapentaensäure ubiquitär verbreitet, das heißt allgegenwärtig angereichert, findet sie sich in Fetten, Seefischen wie dem Lachs oder dem atlantischen Hering in Form ihrer Acylglyceride, in Klammern Glyceride und Phospholipide. In wenigen Pflanzen kommen sie so gebunden in geringen Mengen vor. Geringen Mengen. Also in Lebewesen. Das nehme ich zum Text dazu, wenn das nützlich ist. In Lebewesen ist Eicosapentaensäure allgegenwärtig. Das ist irgendwie ein bisschen unbeholfen, aber gut. In Lebewesen ist Eicosapentaensäure ubiquitär verbreitet, das heißt allgegenwärtig angereichert findet sie sich in Fetten, Seefischen oder dem atlantischen Hering in Form ihrer Acylglycerine und Phospholipide. In wenigen Pflanzen kommen sie so gebunden in geringen Mengen vor. In wenigen Pflanzen in geringen Mengen. Das ist das eine. Und das zweite probiere ich hier. DHA. Da ist das. Docosahexaensäure ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure, gehört der Klasse der Omega-3-Fettsäuren. Das nehmen wir auch hier jetzt mit als Verweis. Referenzen. Fußnote. So. Eine mehrfach ungesättigte Fettsäure und Vorkommen. Vorkommen. Docosahexaensäure wird von phototrophen und heterotrophen marinen Mikroalgen produziert. In hohen Konzentrationen kommt es in den Arten Ulkenia Pavlova und in der heterotrophen Art Schizochytrium vor. Sie bilden die Basis für die Bereitstellung von DHA in der marinen Nahrungskette. Am häufigsten werden deshalb fette Seefische wie Lachs oder atlantische Hering als Nahrungsquelle für Eicosapentaensäure und diese Docosahexaensäure genannt. Über Fisch und vor allem auch Fischmehl, Fischöl und Tran gelangt es zuletzt in die menschliche Nahrung. Der Mensch synthetisiert DHA aus Alpha-Linolensäure, und das ist eben die ALA, welche daher als essentiell eingestuft wird. Studien zeigen,
dass etwa 5 bis 10% der aufgenommenen Alpha-Linolensäure in IPA, also in Eicosapentaen-Säure Acid, weil Englisch, und 2 bis 5% in Docosahexaensäure umgewandelt werden. Andere Studien sprechen von Umwandlungsraten in EPA und DHA geringer als 5%. Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass die Umwandlungsrate der Alpha-Linolensäure zu Docosahexaensäure bei Säuglingen gleich 1%, bei Erwachsenen unter 1% liegt. Also sieht man schon verschiedene Studien, nichts Genaues weiß man nicht. Eine Steigerung des Docosahexaensäure-Spiegels im Blut durch Supplementierung von zusätzlichen Alpha-Linolensäure, Eicosapentaensäure oder anderen Vorstufen ist laut International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids nicht möglich. Eine Steigerung ist nicht möglich durch zusätzliche Geschichte. Laut dieser Studie oder laut dieser Society. Dann gibt es noch zwei Wissenschaftler bzw. Studien von denen. Basil Copley, Jean und Murphy kommen zu dem Schluss, dass der Körper ausreichend DHA bilden kann, wenn genug Alpha-Linolensäure mehr als 1200 Milligramm pro Tag aufgenommen wird. Ein Review von 2016, welches die Umwandlungsraten von Alpha-Linolensäure in Docosahexaensäure untersuchte, kommt zum Schluss, dass Alpha-Linolensäure ein ungeeigneter Ersatz für Docosahexaensäure ist. Sie kommt jedoch auch in wenigen Pflanzenarten in geringer Menge vor. Docosahexaensäure ist ein farbloses Öl. Die 6 Doppelbindungen liegen in der Cis-Form vor. Sie ist eine sogenannte Polyensäure und eine Isolensäure, weil die Doppelbindungen durch eine Methylengruppe getrennt sind. Sie besitzt einen sehr tiefen Schmelzpunkt von minus 44 Grad. Docosahexaensäure hat wichtige Stoffwechselfunktionen inne. Als Fettsäurekomponente von Phospholipiden ist sie integraler Bestandteil von Membranen, vor allem der Nervenzellen. So findet sie Docosahexaensäure insbesondere im Gehirn und in der Netzhaut angereichert. Bis zu 97% der Omega-3-Fettsäuren des Gehirns und bis zu 93% der Omega-3-Fettsäuren in der Netzhaut bestehen aus DHA, Docosahexaensäure. Im Gegensatz zur Eicosapentaensäure, EPA, kann DHA Blutdruck und Herzfrequenz senken. DHA ist Ausgangsstoff der Biosynthese von Docosatrienen, Resolvinen und Neuroprotektinen, sogenannte Docosanoide. Ihre Biosynthese im tierischen Organismus erfolgt ausgehend von der essentiellen Omega-3-Fettsäure, Alpha-Linolensäure, über die für den Stoffwechsel ebenfalls bedeutsame Eicosapentaensäure, EPA. Alter, Krankheiten und Stress, genauso wie eine übermäßige Aufnahme an Omega-6-Fettsäuren, meist Keimöl, Sonnenblumenöl und so weiter, enthalten Omega-6-Fettsäuren, beeinträchtigt, also Alter, Krankheit und Stress und die übermäßige Aufnahme von Omega-6-Fettsäuren beeinträchtigen zusätzlich noch die Umwandlung in Docosahexaensäure, zum Beispiel, wenn man den Fisch in Sonnenblumenöl anbrät. Die Aufnahmemenge hängt daher auch von der Zubereitung ab. Der regelmäßige Genuss, zum Beispiel fette Seefische, die also am besten gedünstet, gebacken oder in Omega-6-Fettsäurenarmen Fetten gebraten werden, verbessert die Versorgung mit diesen Omega-3-Fettsäuren.
zu den Geweben im menschlichen Körper. Die Docosahexaensäure synthetisieren, gehören die Milchdrüsen. DHA ist in Muttermilch enthalten, nicht jedoch in Kuhmilch, was eine Eigenheit des Spezies Mensch sein mag. Der Säugling enthält durch die Muttermilch so zusätzliche Docosahexaensäure zum Aufbau des relativ großen Menschengehirns im Gegensatz zu der Menge, die die Leber des Kleinkinds selbst synthetisieren kann. Dann steht es hier Nahrungsergänzung, da die Aufnahme von Omega. Also ich muss hier das unbedingt kopieren, weil das ist. Wie wichtig ist, also über die Biosynthese. Die Biosynthese von DHA im tierischen Organismus, DHA, erfolgt ausgehend von der essentiellen Omega-3-Fettsäure, Alpha-Linolensäure, über die für den Stoffwechsel ebenfalls bedeutsame EPA, Alter, Krankheit und Stress, genauso wie eine übermäßige Aufnahme an Omega-6 in Maiskeimöl und Sonnenblumenöl, beeinträchtigen zusätzlich noch die Umwandlung in Docosa Hexaensäure, zum Beispiel wenn man den Fisch in Sonnenblumenöl anbrät. Die Aufnahmemenge hängt daher auch von der Zubereitung ab. Regelmäßiger Genuss, zum Beispiel fette Seefische, die am besten gedünstet, gebacken oder in Omega-6-Fettsäurenarmen Fetten gebraten werden, verbessert die Versorgung mit diesen Omega-3-Fettsäuren. Bedingt. In den Text. Und gelb machen. Gelb machen. Und ich werde noch eine Seite aufmachen. Ratschläge. Okay, dann Nahrungsergänzung. Da die Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren und insbesondere von Docosahexaensäure in Europa deutlich unter den Empfehlungen liegt, wird DHA seit einigen Jahren in Form von Kapseln sowie mit Docosahexaensäure angereicherten Lebensmitteln angeboten. Zur Herstellung der Docosahexaensäure gibt es zwei derzeit industriell genutzte Möglichkeiten: die Aufarbeitung von Fischölen aus Fischabfällen, fette Seefische, und die biotechnologische Gewinnung durch Züchtung Docosahexaensäure bildender Mikroalgen. Schizochytrium und Olkenia heißen sie. Fische können diese Fettsäure selbst herstellen. Die aufgenommenen kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren werden von Desaturasen und Elongasen zu Docosahexaensäure metabolisiert. Neben der eigenen Kapazität der Fischzellen, die Fettsäuren selbst zu synthetisieren, akkumulieren sie darüber hinaus Docosahexaensäure durch die Aufnahme von Docosahexaensäurehaltigen Mikroalgen und Plankton. Einer von der EU eingesetzte Expertenkommission rät Schwangeren zu einer Zufuhr von mindestens 200 Milligramm DHA pro Tag, was sich vor allem an die Entwicklung der Augen- und Gehirnfunktionen des Ungeborenen
positiv auswirken soll. Auch zu einer ausreichenden Versorgung mit DHA, vor allem in den ersten zwei Lebensjahren, wird geraten. Mittlerweile setzen auch einige Hersteller von Säuglingsnahrung ihren Produkten Fischöl zu, um den Bedarf von Säuglingen an Omega-3-Fettsäuren zu decken, welche in Muttermilch natürlicherweise vorhanden sind. Ich werde diesen Verweis hier reinstecken. Okay, und was mir noch hier wichtig wäre. Also ich habe schon, glaube ich, das hier, genau, mehrfach ungesättigte Fettsäure. Und dann noch war in diesem Text irgendwo über Alpha-Linolensäuren die Rede. Alpha. Alpha-Linolensäure, kurz ALA. So, das nehmen wir hier mit in diesen Text. Und die Bezeichnisse Alpha-Linolensäure. Oft auch nur Linolensäure oder kurz ALA, nach der englischen Bezeichnung Alpha-Linolenic Acid genannt, ist eine dreifach ungesättigte Säure mit 18 Kohlenstoffatomen. Sie ist eine Al-Cis-Oktadeca-9-12-15-Triensäure und gehört zur Gruppe der Omega-3-Fettsäuren. Sie ist eine sogenannte Triensäure und eine Isolensäure, weil die drei Doppelbindungen jeweils durch eine Methylengruppe getrennt sind. Mehrere andere Fettsäuren tragen allerdings ebenfalls das Wort Linolensäure in ihrem Namen, unterscheiden sich jedoch chemisch. So gehören etwa die Gamma-Linolensäure, ebenso wie die Dihomogamma-Linolensäure zur Gruppe der Omega-6-Fettsäuren, wobei letztere außerdem aus 20 statt aus 18 Kohlenstoffatomen bestehen. Die der Linolensäure namentlich ähnliche Linolsäure schließlich ebenfalls eine Omega-6-Fettsäure besitzt eine Doppelbindung weniger als die Linolensäure, ist also lediglich eine Oktadeca-9-12-Din-Säure. Der Name Linolensäure leitet sich vom griechischen Wort Linus für Lein, Flachs, ab. Das gebe ich hier rein. Das nehmen wir in Verweise für ALA, Alpha-Linolensäure, Fußnote. Da. Okay. Dann haben wir es. So, jetzt geht es weiter mit der Dr. Budwig. Seite. Also Omega-3-Tagesdosis. Täglich sollten je nach Alter und körperlicher Aktivität zwischen 0,5 und 1,5 Gramm Omega-3 aufgenommen werden. So empfehlen
empfehlen es die Deutsche, Schweizerische und Österreichische Gesellschaft Stern für Ernährung. Wer seinen Omega-3-Bedarf rein über pflanzliches Omega-3 decken möchte, muss umrechnen. Jetzt machen wir Fett, weil das wichtig ist. Konzentriert. Die meisten Empfehlungen zum Tagesbedarf beziehen sich, weil, also warum umrechnen? Weil die meisten Empfehlungen zum Tagesbedarf beziehen sich auf die hochwirksamen Omega-3-Fettsäuren EPA. So. Eicosapentaensäure und DHA, also Docosahexaensäure. Und ALA, also Alpha-Linolensäure, wird im Körper aber die meisten Empfehlungen zu Tagesbedarf beziehen sich auf die hochwirksamen Omega-3-Fettsäuren EPA. Hier machen wir eine Tabelle. EPA und zentriert. Nehmen wir hier. Okay. Hier auch zentriert. Alpha-Linolensäure wird im Körper, aber Fett und Gelb, wird im Körper aber nur zu 10% in die hochwirksamen Varianten umgewandelt. Ja. Die Empfehlungen müssen also um den Faktor 10 multipliziert werden. Wird zum Beispiel Leinöl als einzige Omega-3-Quelle genutzt, ergibt sich eine Tagesmenge von etwa 15 ml Leinöl, ein großer Esslöffel für den Erwachsenen und 30 ml zwei Esslöffel für Schwangere und andere Personen mit erhöhtem Bedarf. So ist das. Jetzt ist es klar, warum diese ganze widersprüchliche Informationen. Ergibt sich eine Tagesmenge. Ergibt sich eine Tagesmenge. Von etwa 15 ml Leinöl für den Erwachsenen einfügen. Das ist ein großer Esslöffel. Und 30 ml zwei Esslöffel für Schwangere und andere Personen mit erhöhtem Bedarf. Dabei ist wichtig zu wissen, dass eine exakte, ich mache noch einmal hier das Fett und Gelb, das hier auch Fett
Das hilft, damit es zu sehen ist. Also 15 Milliliter, ein großer Esslöffel. Ein großer Esslöffel. Und 30 Milliliter, 2 Esslöffel für Schwangere und andere Personen mit erhöhtem Bedarf. Dabei ist wichtig zu wissen, dass eine exakte Dosierung nicht notwendig ist, da nicht genutztes Leinöl dem Fettstoffwechsel zugeführt wird und dann der Energiegewinnung dient. Ha. Okay. Dabei ist wichtig zu wissen, dass eine exakte Dosierung nicht notwendig ist, da nicht genutztes Leinöl dem Fettstoffwechsel zugeführt wird und dann der Energiegewinnung dient. Deswegen ist das wichtig für diejenigen, die sich frieren. Zum Beispiel, oder wenig Energie haben. Bis heute gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass ein hoher Omega-3-Anteil bei der Fettaufnahme schädlich sein könnte. Und Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Okay, das war meine Frage übrigens. Keinerlei Hinweis. Kein Hinweis. Dass ein hoher Omega-3-Anteil bei der Fettaufnahme schädlich sein könnte. Schädlich sein könnte. Und Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Das machen wir auch in die Tabelle. Das hier auch. Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Das war meine sehr, sehr lange Frage. Generell gilt allerdings, der Gesamtfettverbrauch sollte höchstens 30%. Das ist auch gut beantwortet hier gleich. Der gesamte Fettverbrauch sollte höchstens 30% des täglichen Energiebedarfs ausmachen. Groß, Fett und Gelb. Umwandeln von Omega-3-Fettsäuren ist das nächste Thema hier. Der Körper von Tier und Mensch kann eine Omega-3-Fettsäure in andere umwandeln. Alpha-Linolensäure. Muss mit der Nahrung aufgenommen werden und kann dann über Enzyme zu Eicosapentaensäure und dann weiter zu Docosahexaensäure synthetisiert werden. Alpha-Linolensäure einfügen. Muss mit der Nahrung aufgenommen werden. Das ist
Es geht nicht anders. Der Körper synthetisiert das nicht und kann dann über Enzyme zu Eicosapentaensäure und dann weiter zu DHA synthetisiert werden. Und kann dann über Enzyme zu Eicosapentaensäure und dann weiter zu Docosahexaensäure synthetisiert werden. Die letzte Reaktion ist umkehrbar. Hier schafft der Stoffwechsel. Das ist doch schön. Letzte Reaktion ist umkehrbar. Hier schafft der Stoffwechsel ein gesundes Gleichgewicht. Ist umkehrbar. Das heißt, aus DHA kann EPA und dann Alpha-Linolensäure, oder? Zu etwa 10% wird die aufgenommene Alpha-Linolensäure im menschlichen Körper enzymatisch in die Eicosapentaensäure und diese dann in die DHA umgewandelt. Docosahexaensäure. 10%. Die Synthese schließt eine zweimalige Verlängerung der Kohlenstoffkette um je zwei C-Atome und die mehrmalige Einführung einer Doppelbindung, Dehydrierung ein. Verhältnis der Fettsäuren entscheidend. Was soll das für ein Text? Mal schauen. Ah ja, okay, das ist so ein bisschen unglücklich formuliert, aber das ist die eigentliche, ist entscheidend, hätte ich gesagt. Das ist meine eigentliche Frage, wieso ich auch darauf gekommen bin. Verhältnis der Fettsäuren ist entscheidend. Mal groß, fett und mittig und gelb. Ist entscheidend. Habe ich das noch hier? Ja. Zu etwa 10% wird die aufgenommene Alpha-Linolensäure im menschlichen Körper umgewandelt. Das ist doch die Wiederholung. Gut, Verhältnis der Fettsäuren ist entscheidend. Schon seit vielen Generationen verzehren Menschen Omega-3-Fette aus Fisch, Gemüse, Nüssen oder Ölsaaten. Verzehren Menschen Omega-3-Fette aus Fisch, Gemüse einfügen, Tabelle einfügen. Warum lässt sie sich nicht einfügen? Weil ich irgendwie schlecht klicke. Also schon seit vielen Generationen verzehren Menschen Omega-3-Fette aus Fisch, Gemüse, Nüssen,
oder Ölsaaten. Unsere Gesundheit hängt buchstäblich von der regelmäßigen Zufuhr der lebensnotwendigen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Regelmäßigen Zufuhr der lebensnotwendigen. Existenziellen, übrigens heißt es noch. Deutsch. Noch einmal eine Tabelle, die so aussehen wird. Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Das ist Alpha-Linolensäure, LA, und Linolensäure, LA. Nein. Und Linolensäure ab. Schon seit vielen Generationen verzehren Menschen Omega-3-Fette aus Fisch, Gemüse, Nüssen oder Ölsaaten. Unsere Gesundheit hängt buchstäblich von der regelmäßigen Zufuhr der lebensnotwendigen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren ab. Omega-3-Alpha-Linolensäure und Omega-6-Linolsäure. Alpha-Linolen noch wird abgekürzt ALA und Linolsäure LA. Der Körper benötigt diese Fettsäuren für die Bildung der Zellmembranen und für eine Vielzahl unterschiedlicher Stoffwechselfunktionen. Noch einmal eine Tabelle. Zellmembranen und für eine Vielzahl unterschiedlicher Stoffwechselfunktionen. Okay. Im Allgemeinen enthält unsere heutige Ernährung deutlich mehr Omega-6 als Omega-3-Fettsäuren. Das reale Verhältnis liegt im Durchschnitt bei 20 zu 1. Folgt man den Vorgaben der Natur, wenn man einfach in die Zellen reinschaut, mir jetzt hier alles, das suche ich, sollten, folgt man den Vorgaben der Natur, sollten. Ein bisschen hier groß und gelb, damit es zu sehen ist. Sollten Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren im Verhältnis 2 zu 1 und nicht 20 zu 1 bis 5 zu 1 aufgenommen werden. In der Muttermilch liegt es sogar bei 2 zu 1 bis 1 zu 1. Wow. Das ist aber. Ah ja, weil die Babys gar nicht selber da gescheit bilden können und sie brauchen es für Gehirn und für groß, gelb. Gleich sage ich. Habe ich nicht mitgenommen. Das war
обольшен Эдгеномон, обойнанандером тексту, да? Линк копирован. Gleich öffne ich und schaue noch einmal. Eigenschaften. Ja, Nervenzellen. Stoffwechsel, Nervenzellen. Das muss ich alles mitnehmen. Noch einmal. Als Docosahexaensäure hat wichtige Stoffwechselfunktionen. Als Fettsäurekomponente von Phospholipiden ist sie integraler Bestandteil von Membranen, vor allem der Nervenzellen. Ja, Netzhaut. Netzhaut, jetzt habe ich. Das ist wichtig, das nehme ich einfach alles mit. Eigenschaften, biologische Funktion. Hier, hier. Im Gehirn und in der Haut. Groß, fett, gelb. Da sind über 90%. Bis zu 97% der Omega-3-Fettsäuren des Gehirns und bis zu 93% der Omega-3-Fettsäuren in der Netzhaut bestehen aus DHA. Groß, fett und gelb. Das nehme ich mit hier. Okay. Dorthin in den Verweis nehme ich das mit, in den Text. Netzhaut. Gelb. Okay, da waren wir aber weiter schon gegangen. Da waren wir. Also folgt man den Vorgaben der Natur. Sollten Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren im Verhältnis 2 zu 1 bis 5 zu 1 aufgenommen werden. Und aber in der heutigen Ernährung
ist das 20 zu 1. Grusel. Так. Also im Allgemeinen enthält unsere heutige Ernährung deutlich mehr Omega-6 als Omega-3-Fettsäuren. Das reale Verhältnis liegt im Durchschnitt bei 20 zu 1. Muss dann so eine hübsche Tabelle machen, damit es schnell vor der Nase steht. In der Muttermilch liegt also die Vorgaben der Natur. Omega 6 zu Omega 3 soll im Verhältnis 2 zu 1 bis 5 zu 1 sein. In der Muttermilch liegt Omega 6 zu Omega 3 bei 2 zu 1 bis 1 zu 1. Also man nimmt viel zu viel Omega 6, viel zu wenig Omega 3. Noch einmal zur Wiederholung. Die Fette insgesamt dürfen 30% der allgemeinen Energiezufuhrbilanz sein. Gut, und dann gehen wir weiter hier. Auch vor der Zeit von Massentierhaltung und industrieller Nahrungsmittelproduktion, als die Fettaufnahme nur über Öle, spezielle Gemüsesorten oder Fische möglich war, machen wir auch als Tabelle, lag das Verhältnis bei ungefähr 2 zu 1. Dass Omega-6-Fettsäuren im richtigen Verhältnis zu Omega-3-Fettsäuren aufgenommen werden sollten, würde ich hier einstellen lieber, ist aus mehreren Gründen wichtig. Im richtigen Verhältnis. Erstens Konkurrenz um die Enzyme. Ich gucke, was hier. Tabelle. Konkurrenz um die Enzyme. Das machen wir groß. Aus der Omega-3-Familie braucht unser Körper sowohl Alpha-Linolensäure als auch Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure. Dabei muss nur Alpha-Linolensäure zwingend über die Nahrung aufgenommen werden. Nur Alpha-Linolensäure zwingend über die Nahrung aufgenommen werden. Aus ihr können dann, übrigens hört man hier noch was, oder hört man gar nichts mehr, doch, hört man schon. Gut, dann ich weiter. Aus der Alpha-Linolensäure können dann enzymatisch die beiden anderen Fettsäuren synthetisiert werden. Das Problem gibt es trotzdem. Die gleichen Enzyme
die für diese wichtige Synthese verantwortlich sind. Verstoffwechseln auch die Omega-6-Fettsäuren. Die gleichen Enzyme. Verstoffwechseln auch die Omega-6-Fettsäuren. Mist. Es herrscht also sozusagen ein Konkurrenzkampf um die Enzyme, bei dem gilt, je kleiner der Quotient Omega-6 zu Omega-3, desto größer wird die Chance, dass die wichtigen Zellmembranbausteine Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure synthetisiert werden können. Das ist der Grund. Also der erste Grund ist Konkurrenz um Enzyme. Und der zweite Grund ist ausgeglichene Konsequenzen. Wir müssen hier, hier und groß und fett machen und zentriert und hier auch zentriert. Also welche denn ausgeglichene Konsequenzen? Vereinfacht gesagt, werden Omega-6-Fettsäuren enzymatisch zu entzündungsfördernden Folgestoffen und Omega-3-Fettsäuren werden zu entzündungshemmenden Folgestoffen synthetisiert. Gut, das ist vereinfacht gesagt und das werden wir auch noch vereinfacht darstellen. So. Vereinfacht gesagt werden Omega-6-Fettsäuren enzymatisch zu entzündungsfördernden Folgestoffen und Omega-3-Fettsäuren werden zu entzündungshemmenden Folgestoffen synthetisiert. Achso, ich kann das anders machen. Ich kann hier ein Plus machen. Nein, kann ich nicht. Gut, dann mache ich noch einmal eine Tabelle. Okay. Werden Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren. Und Weg. Vereinfacht gesagt werden Omega-6-Fettsäuren enzymatisch zu entzündungsfördernden Folgestoffen, entzündungsfördernden Folgestoffen und Omega-3-Fettsäuren enzymatisch zu dann braucht man hier nicht entzündungshemmenden, auch rot, Folgestoffen synthetisiert. Hier. Okay.
vereinfacht gesagt werden Omega-6-Fettsäuren enzymatisch zu entzündungsfördernden und Omega-3-Fettsäuren enzymatisch zu entzündungshemmenden Folgestoffen synthetisiert. Wenn beide Fettsäuren im richtigen Verhältnis zueinander aufgenommen werden, bedeutet dies auch, dass die Folgestoffe im ausgewogenen Verhältnis gebildet werden, eine wichtige Voraussetzung für eine optimale Zellgesundheit. Ich hätte gesagt, ich brauche das. In der extra Tabelle, oder? Eine wichtige Voraussetzung für eine optimale Zellgesundheit. Dieses chemische Gleichgewicht spielt eine Rolle bei koronarer Herzkrankheit, Arteriosklerose, Blutgerinnung, Blutdruckentwicklung, Diabetes, rheumatischen, entzündlichen und allergischen Prozessen. Okay. Wir müssen schauen. Rapsöl hat in 100 Millilitern 7,4 Gramm Omega-3-Fettsäure, Linolensäure. 7,4. Und im Leinöl 58, das habe ich gestern gelesen. Also machen wir hier noch eine dritte Zeile. In beide Fettsäuren. Im richtigen Verhältnis zueinander aufgenommen werden. Bedeutet dies auch, zuerst Minus und Minus. Dann haben wir hier die Chance, diese Tabelle kleiner zu machen. Okay, mal schauen, ob es mir dann gelingt. T2. T2. Anderen Spalten. Ja, genau. Muss ich ein bisschen anders gestalten. Gleich.
diesen Spalten hier wieder nach links. So. Sonst geht es nicht. Dann kann ich den linken auch schieben. Genau. Also, es gibt hier drei Gründe. Konkurrenz um die Enzyme, ausgeglichene Konsequenzen. Das ist die Folgestufe. Folgestufe. Das ist 3. Folgestufe. Im ausgewogenen Verhältnis gebildet werden. Folgestufe im ausgewogenen Verhältnis. Folgestufe Bildung. Im ausgewogenen Verhältnis. Das ist der dritte Grund. Wenn beide Fettsäuren im richtigen Verhältnis zueinander aufgenommen werden, bedeutet dies auch, dass die Folgestoffe im ausgewogenen Verhältnis gebildet werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine optimale Zellgesundheit. Optimale Zellgesundheit. Zellgesundheit. Dieses chemische Gleichgewicht spielt eine Rolle bei koronarer Herzkrankheit, Arteriosklerose, Blutgerinnung, Blutdruckentwicklung, Diabetes, rheumatischen, entzündlichen und allergischen Prozessen. Das ist eine Latte. Eine Latte, eine Latte. Tolle Ergebnisse habe ich hier auf der Suche. Nach Omega-3 und Omega-6 Verhältnis. Es gibt eine Dr. Johanna Budwig Gesellschaft von der Devilein-Öl kaufen. Ja. Und die haben auf ihrer Seite sehr gute Erklärungen, warum Omega-6 zu Omega-3 in der richtigen Verhältnis. Ich suche nach diesen Zahlen schon Ewigkeit. Ja. Und jede Seite bietet was anderes an. Ja. Und der Sinn ist, dass zum Beispiel in der Muttermilch ist Verhältnis 1:1. Omega-6 zu Omega-3. Und wenn man ganz vereinfacht sagt, Omega-6 führt zu entzündungsfördernden Prozessen. Und Omega-3, das was in Leinöl, zu entzündungshemmenden Prozessen. Entzündungsfördernde braucht man auch. Wenn man sie geschnitten hat, braucht man Entzündung. Da braucht man solche Öle oder solche Stoffe. Ja? Ja, ja. Aber der Hammer ist, ein von diesen Omega-3-Fettsäuren, sogenannte Docosahexaensäure, ist in der Netzhaut vom Menschen
97% ist dort. Wenn man davon wenig hat, dann ist man erledigt. Gut. Schlüssel zur Gesundheit. Warum hier irgendeine Tabelle noch ist, weiß ich nicht. Aber jetzt machen wir Schlüssel zur Gesundheit. Groß. Groß, Fett, Mitte, Gelb. Ach nein. Mitte. Gelb. Also das beste Verhältnis ist 2 zu 1 bis 1 zu 1. Nee, in der Muttermilch 2 zu 1 bis 1 zu 1, aber im Idealfall wäre es 2 zu 1 bis 5 zu 1. Früher war es 2 zu 1. Arteriosklerose, Blutgerinnung. Also dieses chemische Gleichgewicht der Folgestoffe ist wichtig bei koronarer Herzkrankheit, Arteriosklerose, Blutgerinnung, Blutdruckentwicklung, Diabetes, rheumatischen, entzündlichen und allergischen Prozessen. Also wenn ich das einfach groß mache. Genau, dann hat es sich auch so entwickelt. Okay, Schlüssel zur Gesundheit. Die Folgen des Überhangs an Omega-6-Fettsäuren. Einerseits. Und der unzureichenden Zufuhr an Omega-3-Fettsäuren andererseits. Einfügen, Tabelle 2. Der unzureichenden Zufuhr an Omega-3-Fettsäuren andererseits. Gut, machen wir so. Können zu überschießenden Immunreaktionen, wie zum Beispiel chronischen Entzündungsreaktionen führen. Wow. Die Folgen des Überhangs an Omega-6-Fettsäuren. Mhm. Einerseits und der unzureichenden Zufuhr an Omega-3-Fettsäuren. Andererseits können zu überschießenden Immunreaktionen, wie zum Beispiel chronischen Entzündungsreaktionen führen. Das nehme ich noch in den anderen Text. Okay. Zu überschießenden Immunreaktionen, wie zum Beispiel chronischen Entzündungsreaktionen führen. Verantwortlich für diese Reaktionen sind vermehrt gebildete hormonartige Stoffe, vermehrt gebildete, die dann immer gemessen werden im Labor. Vermehrt gebildete hormonartige Stoffe, Prostaglandine,
Vier Stück Tabelle. Vier Prostaglandine. Prostazyklüne. Prostazyklüne. Das ist irgendwie verkehrt geschrieben. Тромбоксаны и лейкотрины. Это простагландины гемесом, верно? Sind die Folgestufen, oder? Verantwortlich für diese Reaktionen sind vermehrt gebildete. Hormonartige Stoffe. Просто гландины, просто циклины, тромбоксаны. Und лейкотрины. Da es sich Abkömmlinge der C20-Fettsäuren handelt, werden sie auch als Eikosanoide, Eikosi 20 in Griechisch bezeichnet, C20. Diese Mediatoren beeinflussen bereits in kleinsten Konzentrationen Entzündungsprozesse. In kleinsten Eicosanoide. Eicosanoide beeinflussen bereits in kleinsten Konzentrationen Entzündungsprozesse, Fieber, Schmerzempfinden, Gerinnungsfaktoren, Blutdruck, Blutfette, Gefäßmuskulatur, Schwangerschaftsverlauf und Immunantworten. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, machen wir. Eine Tabelle. Gerinnungsfaktoren, Schmerzempfinden, Fieber und Entzündungsprozesse. Mediatoren beeinflussen bereits in kleinsten Konzentrationen Entzündungsprozesse, Fieber, Schmerzempfinden, Gerinnungsfaktoren, Blutdruck, Blutfette, Gefäßmuskulatur, Schwangerschaftsimmunantwort, Schwangerschaftsverlauf. Die biologische Wirkung der Eicosanoide ist sehr komplex und noch nicht vollständig geklärt. Bekannt ist allerdings, dass sie maßgeblich an der Entstehung entzündlicher Phänomene beteiligt sind. Also wenn man zu viel Omega-6-Fettsäuren und unzureichend Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt, kann es überschießende Immunreaktionen und chronische Entzündungsreaktionen hinter sich führen. Die biologische Wirkung ist nicht geklärt, nicht vollständig und bekannt, dass sie maßgeblich an der Entstehung entzündlicher Phänomene beteiligt sind.
Also, Prostaglandine. Prostaglandine. Groß. Gelb. Sind kurzlebige lokal wirkende Gewebshormone und werden in fast allen Geweben gebildet. Sie haben sehr vielseitige und zum Teil sogar gegensätzliche Wirkungen. Sie beeinflussen den Blutdruck, die glatte Muskulatur und die Blutgerinnung. Einige Wirkungen sind therapeutisch unerwünscht, wie zum Beispiel die der Prostaglandine PGE2, die verstärkt im verletzten Gewebe produziert werden. Dort verursachen sie unter anderem Entzündungsreaktionen und Fieber. Durch die Blockierung des Enzyms Cyclooxygenase, das für die Herstellung von Prostaglandinen notwendig ist, kann die Bildung der Prostaglandine gehemmt werden. Durch die Blockierung des Enzyms COX. Kann die Bildung der Prostaglandine gehemmt werden. Acetylsalicylsäure wird zu diesem Zweck eingesetzt. Prostacycline. Groß und gelb. Erweitern die Blutgefäße und wirken dem Zusammenlagern der Blutplättchen entgegen. Sie beugen eine Thrombenbildung vor. Thromboxane sind die Gegenspiele der Prostacycline. Sie fördern die Blutgerinnung und unterstützen die Wundheilung. In ihrer Konzentration stellen Thromboxane ein erhöhtes Risiko für Arteriosklerose, Bluthochdruck und Thrombosen dar. Dann kommen noch Leukotriene. Wirken als Mediatoren entzündlicher und allergischer Reaktionen, indem sie unter anderem die Blutgefäße erweitern, die Durchlässigkeit der Gefäße erhöhen und Fieber hervorrufen. Das machen wir weg. Thromboxane. Auch separat. Groß und gelb. Hier wird in die Mitte gestellt. Groß und fett. Ernährungsberatung kann helfen. Da vor allem die aus der Arachidonsäure gebildeten Eicosanoide das Entzündungsgeschehen entscheidend beeinflussen. Beziehungsweise auslösen. Kann eine Reduzierung der Arachidonsäure durch eine vegetarisch ausgerichtete Ernährung unter Berücksichtigung des Omega-6-Omega-3-Verhältnisses wegweisend sein. Zu bewiesen zum Beispiel Adam
und Co. 2003, dass die ernährungstherapeutischen Maßnahmen eine Arachidonsäure-Reduzierung in der Ernährung und die zusätzlich dass die ernährungstherapeutischen Maßnahmen eine Arachidonsäure-Reduzierung in der Ernährung und die zusätzliche Supplementierung über Omega-3-Fettsäuren die Immunreaktion bei rheumatoider Arthritis positiv beeinflussen können. Die Bestimmung der Fettsäure, des Fettsäurestatus kann eine individuell angepasste Ernährungsberatung in der Regel unter Ergänzung durch Omega-3-Fettsäuren wirksam unterstützen. Groß. Fett unterstreichen, gelb. Und das Letzte, was hier nein. In dieser, auf dieser Seite ist, steht, ist die Überschrift mit ein bisschen Auschiffrierung. Nur 1 bis 2 Esslöffel täglich. Für Dr. Budwig gab es nur eine bedeutsame Omega-3-Ergänzung. Naturbelassenes, äußerst schonend hergestelltes Leinöl. Für dessen Herstellung sie ein eigenes Verfahren entwickelt hatte. Leinöl hat zu allen Zeiten Wunder bewirkt. Ein Zitat. Täglich sollten je nach Alter und körperlicher Aktivität zwischen 0,5 und 1,5 Gramm Omega-3 aufgenommen werden. Daraus ergibt sich eine Tagesmenge von etwa 15 Milliliter Leinöl, ein großer Esslöffel für den Erwachsenen. Und 30 Milliliter, 2 Esslöffel Leinöl für Schwangere und andere Personen mit erhöhtem Bedarf. Das habe ich schon als Tabelle gehabt. Bei Schwerkranken kann der Bedarf deutlich über zwei Esslöffel Leinöl pro Tag liegen. Oben haben wir schon gelesen, dass das nicht schadet. In diesem Fall kontaktieren Sie am besten einen Dr. Budwig Berater. Ah ja, doch kontaktieren. Das ist gut. Auf jeden Fall. Auf dieser Seite, die ich noch einmal kontrollieren muss, ob ja, habe ich die Adresse, habe ich. Das ist gut. Auf dieser Seite kann man wohl die Berater auch finden. Das kann man dann auch empfehlen.